Willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte, ich bin heute auch mal so ein Mitläufer und trage solche süßen Katzenohren, weil ich die ganz fresh fand und wie gesagt, weil ich einfach ein Mitläufer des Todes bin. Ich habe heute für euch einen neuen Candy Taste Test, denn ihr habt euch gewünscht, dass ich den jetzt monatlich mache. Und zwar habe ich eine Box bekommen und ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt diesen scheiß Akzent gemacht habe. Und die ist tatsächlich jetzt etwas kleiner als die bisherige, weil die ist eigentlich echt klein, Leute. Aber das ist kein Problem, denn klein, aber fein. Aber ich bin groß, deswegen groß, aber... Schreibt mal irgendwas in die Kommentare, was sich auf groß reimt und was irgendwie schmeichelnd ist. Wie immer ist die Seite in der Infobox verlinkt und ich denke, wir fangen jetzt an zu essen, weil ich ein echter Fatass bin. Und ich habe Bock drauf, Süßigkeiten zu essen. Das Erste, was ich hier rausziehe, sind diese Dinger hier. Da steht Super Mario Bros. Drauf, also das ist, weil es hier in Pilz und in Sternform ist. Und ich nehme an, dass das so Chips sind. Das sind wahrscheinlich wie diese Pizza-Chips oder Kotz-Chips, die ich schon mal hatte. Ich hoffe nur, dass sie dieses Mal nicht so einen Kotze-Geschmack haben. Die riechen nach sehr intensiven Käse-Chips. Oh, na toll, wahrscheinlich sind es doch so Pizzakotz-Chips, weil hier ist auch eine Pizza drauf. Die sind aber nicht so dünn, die sind so eher maismäßig. Ich lerne nie aus meinen Fehlern und ich stelle mir nie irgendwo was zu trinken hin. Boah, das ist echt irgendwie nicht so lecker, aber ich will euch jetzt nicht enttäuschen, deswegen esse ich jetzt noch das. Das schmeckt nach gar nichts. Die mag ich nicht. Ich habe mich entschieden, ich möchte jetzt Punkte für alles geben, weil ich glaube, dann ist es ein bisschen leichter abzuschätzen. Ich mag Punkte 1 bis 10, weil ich finde es immer scheiße, wenn Leute nur Punkte von 1 bis 5 machen. Es geht immer von 1 bis 10, 1 bis 100 und nie von 1 bis 5 oder 1 bis 50, okay? Und deswegen machen wir Punkte 1 bis 10. Und das hier kriegt eine... 2. Nur wegen diesen Pilzen, die sind nämlich richtig nasty. Und ich glaube, das ist jetzt Thema ironischer, weil ich Niederländerin bin. Die hier hatte ich, glaube ich, tatsächlich schon mal oder solche ähnlichen. Nur in einer anderen Verpackung, obwohl ich zugeben muss, dass sie hier zehnmal süßer ist. Boah, meine Wimper kratzt gerade so hart. Das hier scheinen solche Kekse mit Schokolade überzogen zu sein. Und das sieht sehr lecker aus. Die Schokolade ist echt lecker. Aber der Keks ist so ein bisschen krümelig. Kennt ihr diese Kekse, die so richtig, richtig krümelig sind? Und ich mag nur die, die so richtig ich wollte knackig und dann knusprig sagen. Daraus ist knuckig geworden. Ich habe heute so den übelsten Sprachfehler, das glaubt ihr nicht. Doch, ihr glaubt schon, ihr hört es ja die ganze Zeit. Die sind eigentlich lecker, aber ich mag den Keks nicht so gerne. Deswegen kriegt es eine 5 von mir. Oh mein Gott, das sieht voll lecker aus. Das sieht aus, als wäre da so Waffel. Und drinnen wäre so Schokolade. Oh mein Gott, das sieht richtig lecker aus. Ich bin halt voll der beste YouTuber, den es gibt und so, weil ich zeige euch halt einfach nie die Bilder, sondern guck's mir immer nur an, verfressen, wie ich bin und will's dann sofort essen. Ma. Seht ihr, die Katzenohren haben mich zum Tier gemacht. Okay, die fressen Marielle. Allein dafür würde ich mich jetzt gerade deabonnieren, ganz ehrlich. Ja, oh mein Gott, das sind wirklich so Waffeln. Mmh. Mhm. Ist einfach Waffel. Mit Schokolade drin. Und das ist so was Typisches, was man ins Eis steckt oben drauf. Das ist immer so die Waffel, die du mit dem Eis bekommst. Die kriegen 7 von 10 von mir, weil die etwas alleine schmecken, weil die brauchen noch ihr dazu etwas Eis, weil sie sonst alleine sind. Und sonst sind sie ein bisschen langweilig. Als nächstes haben wir Rilakkuma. 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 Kummer. Ah, ich glaube, das sind so Brotsticks, weil ich glaube, der hat Marshmallows drauf getan. Oh, die riechen höchst interessant. So ein bisschen karamellig. Halt so gar nicht, wie du es erwartest irgendwie. Das sind so süßere Brotsticks und ja, das ist perfekt, um zum Beispiel Marshmallows oder so drauf zu machen und die dann zu rösten. Ich sehe hier was mit Oreo, deswegen ziehe ich das erst raus. Ich kann mir vorstellen, dass das mit Limone ist, da es gelb ist. Ich schreie meinem Hund einfach nie wieder auf, ganz ehrlich. Das ist einfach ein wirklich Oreo-Cookie, so ein weicher Oreo-Cookie. Sieht mega, mega lecker aus. Ich wollte mega geil sagen, aber ich hasse es irgendwie geil zu sagen. Deswegen sieht sehr, sehr appetitlich aus. Okay, was ich im ersten Moment sagen kann, ist, dass das eigentlich alle unter 16, das heißt, ich eigentlich auch, müssen sich kurz die Ohren zuhalten, wenn sie, weil ich das jetzt gesagt habe, erst recht nicht machen. Aber es schmeckt eigentlich
echt ein bisschen nach Alkohol. Und ich weiß nicht warum. Da drin ist irgendwie sowas Gelbes, so eine flüssige Füllung noch. Vielleicht schmeckt das ja danach. Und wer immer schreibt es in die Kommentare, woher weißt du, wie Alkohol schmeckt? Ich will kein Vino. Wenn du Schnaps noch. Ich glaube, diese Kombination schmeckt einmal zusammen so ein bisschen alkoholisch. Kriegt von mir eine 6. Irgendwie, ich bin einfach viel zu ehrlich. Ich sag dann, wenn mir Sachen nicht schmecken, dann sage ich auch, das schmeckt scheiße. Kein Wunder, dass niemand mit mir Produktplatzierung machen will. Okay, die nächste Sache ist das hier. Okay, das ist ein Schokoriegel. Und wieso ist dann da eine Fanta abgebildet? Bitte sei nicht mit Fanta-Geschmack. Ist mit Fanta-Geschmack. Jeder, der diese Softcakes kennt mit Orangenfüllung, genau so schmeckt das. Also es schmeckt schon nach Orangenfanta so. Es ist aber nicht so schlecht, wie ich es mir vorgestellt habe. Also von mir kriegt es so eine 7 eigentlich, weil so schlecht ist es nicht. Dieses Ding hier grinst mich schon die ganze Zeit so an. Ja, das hat diesen typischen japanischen Traubengeruch. Und da drin sind so Traubenzucker. Ich glaube nicht, dass man die essen soll. Ich glaube, man soll die in Wasser tun. Okay, ich hole mir jetzt kurz Wasser, ne? Probier ich, ob man die da drin irgendwie auflösen soll. Okay, es passiert was. Aber ich glaube, es löst sich einfach nur auf und ist nicht dafür gedacht gewesen. Falls ja, wäre es schlau gewesen, ein Umrührwerkzeug mitzunehmen. Aha. Dafür, dass ich weiß, dass es nicht funktioniert hat, habe ich mir gerade eine Menge Arbeit gemacht. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Besonders, weil ihr wisst, wie fucking faul ich bin. Ja, hat nicht funktioniert. Wir kriegen, weil sie nicht so schlecht schmecken, aber die sind echt komisch, eine 5. Okay, die nächste Sache sieht so aus. Wow, diese Box ist richtig fancy. Hier drin stehen voll viele coole Sachen. Wenn ich nur Japanisch könnte. Ja, das sind Kekse. Die riechen nach diesen typischen Weihnachtsbutterkeksen, die man selber macht, die nicht so lecker sind wie gekaufte Butterkekse. Sie schmecken auch so, nur 10-mal süßer. Oh, jetzt verstehe ich auch, was Leute damit meinen, wenn sie sagen, ich klinge immer so gelangweilt in meinen Videos. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht gelangweilt, sondern das ist einfach meine Art Humor. Die sind eigentlich nicht schlecht, aber mir ein bisschen zu zuckrig, deswegen auch 5 von 10. Leute, das tut mir voll leid, ich bewerte das alles voll schlecht, aber irgendwie, ich will ehrlich sein. Boah, hier ist wieder so ein fucking Fleischstück drauf abgebildet. Ihr wisst, dass ich diese Scheiße nicht mehr mitspiele, ne? Ah, oh mein Gott, das ist einer von diesen... Ich kenne die nämlich aus anderen Videos. Das sind solche, wie Chips, nur sehr, sehr fluffige Chips in so Röhrenform. Boah. Okay, das kommt rüber, als wäre ich der letzte Alki oder sowas, aber das schmeckt auch nach Alkohol. Wenn da nur Schnaps noch. Okay, also falls ihr schon immer wissen wolltet, wie Alkohol schmeckt, holt euch das hier. Es schmeckt halt wie so scharfer Alkohol mit einem komischen Nachgeschmack. Ich schwöre, ich bin kein Alkoholiker, wirklich nicht. Ja, endlich was Fruchtiges. Und das hier sieht voll süß aus. Ich kenne doch alle bestimmt Smacks, ne? Das sind einfach sehr weiche Snacks mit rosa Schokolade überzogen, die so ein bisschen nach Erdbeer schmecken. Die kriegen 4 von 10 Punkten, weil ich finde die irgendwie echt komisch, weil die so mega weich sind. Und das letzte, oh mein Gott, das sind das gefüllte Koalas? Ja, das sind Koalas. Wer Koalas nicht kennt, das sind die süßesten Sachen, die es gibt. Ich liebe die. Ich habe die früher immer mit meinem Bruder geholt. Und ich glaube, die sind jetzt in diesem Fall mit heller Schokolade gefüllt, weil normal sind die immer mit dunkler Schokolade gefüllt. Wer das nicht kennt, das ist einfach sehr, sehr dünner, hohler Keks mit einer Füllung. In diesem Fall ist das jetzt Vanillefüllung. Und die kann man einfach mega gut überall mitnehmen. Und die sind mega süß und sehr lecker. Die kriegen von mir 8 von 10 Punkten. Übrigens wollte ich noch kurz erwähnen, welche Uhr ich heute trage. Und zwar ist das hier die hier. Die ist von One Face Watch. Und ich wollte die erwähnen, denn die Firma hat mir diese Uhren zugeschickt. Und zwar einmal die hier und einmal die hier. Pro Uhr, die ihr dort kauft, geht ein bestimmter Prozentanteil dieses Geldes an einen guten Zweck. Einmal zum Beispiel für Krebs, einmal für Armut und Hungersnot und für viele weitere Dinge auch. Und deswegen lasse ich euch mal den Link zu den Sachen in der Infobox.
Nein, es ist keine Produktplatzierung, alles. Ich wollte es nur ansprechen, weil ich es gut finde, dass es für einen guten Zweck ist. Genau, das wollte ich nur kurz nochmal erwähnen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr mal meine beiden letzten Videos abchecken, wenn ihr das gerne möchtet. Und sonst hoffe ich, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Vergesst nicht, auf meinem Instagram vorbeizugucken, denn da laufen gerade echt mega viele Verlosungen. Und sonst hoffe ich, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Tschüss!